Hallo ihr Lieben, wir haben Himmelfahrt, denn 40 Tage nach dem Ostersonntag feiert das Christentum Himmelfahrt. Es ist die Rückkehr Jesus Christus zu seinem Vater in den Himmel. Was ist und wo ist der Himmel? Es ist ein in der Höhe gelegenes Jenseits. In der Bibel wird es in beeindruckender Szene beschrieben. Man bezeichnet es auch als Jesus Weg zu Gott. In der Apostelgeschichte 1.9 lesen wir: Er wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entnahm ihn ihren Blicken. Die Bibel schreibt nach Lukas 24, Vers 50 bis 53. Er führte sie hinaus bis nach Bethanien, und es geschah, als er sie segnete. Er schied von ihnen und fuhr gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Für die Jünger begann eine Zeit ohne ihren Herrn und damit auch die Zeit der Unsicherheit. Wir feiern, die Christen, heute Himmelfahrt. Wie feiern sie es? In vielen Gemeinden werden Gottesdienste in Pfarrgärten, im Wald oder in den Bergen gefeiert. Dazu verlassen sie die Kirche und die Anwesenheit und Macht, Jesus allen in allen Orten zu betonen. Für das Christentum ist Ostern und Christi Himmelfahrt die Grundlegung ihres Glaubens, die Auferstehung Christus, 3 Tage nach seinem Tod und die Rückkehr zu seinem Vater. Sehen Sie als Sieg über die Mächte der Welt an. Es ist nicht nur ein Sieg über den Tod, sondern auch gleichzeitig die Befreiung der Sünde. In einem Lied singen Sie: Da berühren sich Himmel und Erde. Damit meint man nicht nur die Christen. Man fordert auf, für den Frieden in der Welt zu sorgen. Halleluja!